Herzlich willkommen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Kartenlegerin und Medium. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo für weiße Perle. Es ist natürlich Nickname. Ich möchte diese Beratungsvideos anonym behandeln. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, solche Beratungsvideos zu buchen, ohne dass ich das veröffentliche. Das kommt natürlich dieser Wunsch immer wieder mal vor. Nicht jeder möchte ihre Videos veröffentlichen. Also da besteht auch die Möglichkeit, ich kann dann so einstellen. Aber diesmal darf ich das veröffentlichen und dafür bedanke ich mich auch für diesen Auftrag. Und liebe weiße Perle, ich hoffe, ich darf mir das erlauben, dir du zu sagen. Thema ist Liebe, Partnerschaft, Familiengründung und Kinderwunsch. Was du wissen möchtest, die Idee kam von meinen Tageshoroskopen, wo ich immer wieder erwähne, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und du möchtest wissen, ab jetzt, was kommt in die kommenden halbes Jahr? Und auch die günstigen Tage, die Zeitqualität möchtest du wissen. Bevor ich auf diese Zeitqualität eingehe und die richtigen Momente erwähne im kommenden halbes Jahr, möchte ich auf dein Geburtshoroskop noch eingehen und auch ein Jahreshoroskop eingehen, weil das beeinflusst natürlich auch das ganze Geschehen. Aber ein Jahreshoroskop möchte ich noch beschreiben, was das ist. Es ist nicht eine Jahresanalyse 2017 oder Jahresanalyse 2018 oder halbes Jahr Analyse, sondern ein Jahreshoroskop bedeutet ein neues Lebensjahr und es beginnt immer, wenn die Sonne, die Geburtssonne, diese Position, wo die Sonne im Geburtsmoment stand, Jahr zu Jahr die gleiche Position erreicht. Mit diesem Moment beginnt ein neues Lebensjahr. Meistens fällt es im Geburtstag. Es kann sich ein Tag verschieben, aber der Zeitpunkt ist meistens anderes, dadurch auch natürlich die Aszenden und die ganzen Häusersystemen oder Lebensbereichen ändern sich dadurch. Aber jetzt fangen wir an, mal deine Situation eingehen. Es geht um Liebe, Partnerschaft und Familiengründung und Kindeswunsch und erstmal die Geburtshoroskop, dass wir mal erstmal einen Blick haben, deine Chancen, Möglichkeiten und auch welchen Einfluss stehst du zurzeit. Deine Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau, das bedeutet, du bist im Tierkreiszeichen Jungfrau geboren. Und dein Venus, was die Weiblichkeit betrifft, auch Liebe betrifft, ist rückläufig, auch im Tierkreiszeichen Jungfrau. Dein Mond, was deine Gefühle symbolisiert, aber auch Schwangerschaft symbolisiert, befindet sich im Tierkreiszeichen Zwillingen. Und Mars, was deine Kraft, dein Mut, wie du dich durchsetzt im Leben, natürlich auch bedeutet, aber wenn es um Liebe geht, natürlich der Mann befindet sich auch im Tierkreiszeichen Zwillingen. Aszendent, das ist die Geburtsmoment und dieser Tierkreiszeichen steigt in Osthorizont auf. In diesem Augenblick befindet sich noch im Löwe, aber übergeht schon im Tierkreiszeichen Jungfrau. Das ist im Grenzbereich. Das heißt, diesbezüglich bist du Grenzgänger, so sagt man das auch. Du kennst dich mit beiden aus und es ist dein Auftreten, deine Ausstrahlung, wie die Menschen dich wahrnehmen. Natürlich, wenn die Aszendent im Grenzbereich ist, dann die gegenüberliegende, das Du-Seite, was natürlich die Partnerschaft betrifft, ist auch im Grenzbereich und das ist die Tierkreiszeichen Fischen und Tierkreiszeichen Wassermann. Also fangen wir an. Die Venus würde ich betonen, weil dein Geburtsvenus
Erstens mal, das ist die Thematik Liebe und das verkörpert natürlich der Planet Venus, befindet sich in dein Aszendent. Diese Venus ist schon im Jungfrau, aber rückläufig und befindet sich ganz in die Nähe, auch im Grenzbereich, könnte man sagen, auch im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau. Und achte auf diese Venus. Venus, diese Rückläufigkeit von die Venus, bedeutet auch Karma, karmische Erfahrungen. Und da hast du in dein Leben das schon mitgebracht. Aber das ist eine wichtige Thematik, weil das ist im Bereich Aszendent, in einem wichtigen Punkt im Horoskop befindet sich. Ich könnte mit anderen Worten sagen, in diesem Augenblick, wo du geboren bist und die erste Atemzug geholt hast, genau in diesen Momenten ist Venus als Planet im Osthorizont aufgestiegen. So wie ein Sonnenaufgang. Aber nicht vergessen, was ich schon sagte, es ist rückläufig. Also das bremst ein bisschen. Es ist zwar schön bestrahlt und das sollst du auch wahrnehmen. Das ist, gehört auch zu deiner Ausstrahlung. Diese Venus begleitet dich aber von Geburt bis zu deinem Lebensende. Und es ist nicht nur die Weiblichkeit und die Liebe, sondern Venus gilt auch als Glück, dass du immer wieder Glück hast im Leben. Wo ich, wenn ich dieses Bild anschaue, es ist ein schön bestrahlter Venus. Es sind karmische Erfahrungen, durch die Rückläufigkeit zeigt es an, dass du in die vergangenen Leben im Bereich Liebe, Partnerschaft schon Enttäuschungen erlebt hast. Da kommt noch die Neptun-Einfluss dazu. Aber das bedeutet nicht, dass in dieses Leben diesmal auch du Enttäuschungen erleben musst, auch wenn du diese Lebenserfahrungen vielleicht gemacht hast, sondern diese Venus zeigt klar und deutlich, das ist Vergangenheit, das lassen wir. Vielleicht kommen karmische Erinnerungen, nicht umsonst ist in dein Geburtshoroskop eine rückläufige Venus, aber bereinige das hier und jetzt in diesem Leben, hast du schöne Einflüsse auf dein Venus, von allem schönen Einfluss von Saturn, von diesem Schicksalsplanet und auch der Planet der Karma. Das bedeutet keine Angst von dir Leben. Es ist bei dir was Karmisches, auch wenn dein vergangenen Leben Enttäuschungen oder Betrügerei erlebt hast. Und das ist mit Sicherheit, heißt es nicht, dass dein Schicksal das wiederholt, sondern der Einfluss, besonders von Saturn, dieser schöne Einfluss bedeutet Vertraue an die Liebe. Hier geht es um Familiengründung auch. Du möchtest einen Partner haben, wo du auch ein Familiengründen hast. Saturn steht auch im Krebs, vermittelt auch Familie, Familienleben. Aber dieser Krebs ist eingeschränkt hier im 11. Haus, wie eingesperrt. Und es gibt solche Signale im Horoskop, dass ein bestimmter Tierkreis zeichnen, wie eingesperrt liegt. Das bedeutet nicht, dass es immer diese Sperre da ist und kommt gar nichts im Fluss, sondern hier hat man klar und deutlich Lernaufgabe, diese Zeichen zu befreien. Und hier geht's dir, erstes Mal an die Liebe zu vertrauen, auch, dass du in dieser Familienglück hast, aber das hängt bei dir etwas zusammen mit deinem Freundeskreis. Und dann kommt auch noch die Uranus-Einfluss dazu, was ein bisschen einschränkt das Ganze. Und auch von Jupiter kommt da Einschränkungen, also Saturn und Venus, was die Liebe betrifft, was die Familienbindung betrifft, da hast du definitiv Glück.
Aber dieser Saturn im Krebs, was auch Familie bedeutet und auch noch eingesperrt ist, hat Einflüsse, Einschränkungen von anderen Planeten. Es betrifft aber jetzt nicht dein Liebesleben, weil da hast du Glück. Venus ist schön. Im Liebe hast du Glück. Es betrifft eher die Freundeskreis. Entweder, weil du da ein bisschen eingeschränkt fühlst, Freundschaften zu pflegen, kann aber bedeuten, und das wäre der Jupiter-Einfluss, dass du den Wunsch hast nach vielen Freunden oder den Wunsch, beliebt zu sein bei anderen. Und dieser Jupiter-Saturn-Quadrat, sagt man, das schränkt es ein. Das bedeutet, mit anderen Worten, dass in dein Schicksal ist die Familie vorgesehen, die Familiengründung, die Ehe, Familie und Kinder, was auch dein Wunsch ist, aber viele Freunde haben oder ganz beliebt zu sein, dieser Wunsch kommt nicht zum Erfüllung. Auch wenn dieser Bedürfnis hast, du stoßt gegen die Wände. Und erst wenn du das verstanden hast, dass du glücklich sein sollst, wenn du irgendwann sagen kannst, ich habe zwei gute Freunde, die kann ich vertrauen, oder ich habe, du kannst in einer Hand zusammenzählen, dann bist du eine glückliche Mensch, was die Freundschaften betrifft. Akzeptiere das einfach, das ist nicht dein Glück im Leben, dass du bei vielen Menschen Kontakte, Freundschaften pflegen kannst, sondern es liegt hier einfach Einschränkungen. Und das bedeutet nicht, dass du überhaupt keine Freunde hast, aber diese Vielzahl, was Jupiter vermittelt, Jupiter vermehrt etwas, und vielleicht dieser Wunsch, viele Freunde zu haben, wie ich schon sagte, mit diesem Quadrat kommt das nicht zum Erfüllung. Und das, was dein Schicksal dir vermittelt, und das sehe ich astrologisch. Aber sei nicht traurig, weil was dein Schicksal hier auch vermittelt, in Familie, Liebe, Partnerschaft, in Familiengründung, hast aber das Glück. Wo liegen deine Probleme? Also erstes Mal, dass dieser Bereich Krebs, was auch Familiengründung bedeutet und auch Schwangerschaft bedeutet, eingesperrt ist, wartet drauf, befreit zu sein. Und die Befreiung kommt, wenn du in deinen Freundeskreis, Bekanntenkreis aufräumst. Es kann auch Gruppe sein mit gleichgesinnten Menschen wie ein Verein oder eine Partei. Wenn du diesen Wunsch hast, dich dort verwirklichen, stoßt gegen die Wände, gelingt nicht, sondern versuch mal eher zurückhaltend sein und versuch mal, wenn es um Freundschaften geht, auf wenige konzentrieren, weil mit weniger kommst besser klar. Und da liegt eine Lernaufgabe, wenn du das akzeptierst, wenn du das verinnerlicht hast, dann hast du diese Krebs im 11. Haus befreit. Gegenüber liegt das 5. Haus, was Kind bedeutet oder Kinder bedeutet. Und das ist nicht nur Schwangerschaft oder eigenen Kinder, sondern hier geht's um unserem inneren Kind. Und das bedeutet nicht kindisch zu sein, sondern spielerisch zu sein im Leben. Und das ist auch eine Lernaufgabe und das ist gar nicht einfach für dich, weil da liegt im 5. Haus, im Kindhaus, die Steinbock. Und Steinbock nimmt das Leben zu ernst. Dazu neigst du auch. Dazu kommt, dass du Jungfrau im 1. Haus hast. Also sehr bescheiden und kritisch dir selbst gegenüber. Und es fehlt teilweise diese Leichtigkeit. Natürlich, die Mond im Zwilling hilft dabei. Ganz klar, dass dieses Gefühl hast schon. Und Mars auch im Zwilling, also deine Handlungen,
kennen das auch, diese Leichtigkeit, aber du neigst dazu, das Schuldgefühl zu haben und dann doch Kritik ausüben, dir selbst gegenüber, und dann möchtest du ernst auftreten, und das schränkt das ein hier im fünften Haus. Also sei mal ein Kind, damit meine ich nicht kindisch zu sein, sondern mal unbeschwert, fehlt diese Leichtigkeit, dann befreist du dieser Steinbock im fünften Haus. Und das natürlich hängt mit Schwangerschaft auch zusammen. Hier geht es auch um Kinder. Und Steinbock ist ein Saturnzeichen. Das bedeutet, Saturn als Planet herrscht über die Tierkreiszeichen Steinbock. Und Saturn beschenkt uns in unserem Leben oft in zweiter Lebenshälfte, nicht im jungen Jahren, sondern im jungen Jahren erteilt uns gerne mal Lernaufgabe, aber im zweiten Lebenshälfte, im reiferen Alter, ist das Glück doch da, und das handelt sich bei dir um schwanger zu werden, Kinder zu bekommen, das mit Steinbock im fünften Haus, würde ich mal behaupten, dass bei dir kommt, dann dieses Glück eher in die reiferen Jahren, im zweiten Lebenshälfte. Was dich noch vielleicht ein bisschen einschränkt bei dieser Leichtigkeit, dieser spielerische, unbeschwerte, befreite Art und Weise, dass die Mond im Zwilling gibt dir schon dieses Gefühl, und das ist wunderbar und schön, aber Mond hat keine Verbindung zum anderen Planeten. Die einzige Planet, wo er sich dein Mond verbindet, das ist Jupiter. Aber Jupiter hat von Saturn auch Einschränkungen, also wirkt auch nicht immer vorteilhaft, spürt diese Einschränkungen indirekt mit diesem Saturn-Quadrat auf Jupiter. Und das wäre die einzige Verbindung, ist auch eine ganz schwache Verbindung zum Jupiter. Und wenn ich da dieser Orbisbereich gar nicht jetzt erlauben würde, sondern exakt die Mondenergie hier betrachte, könnte ich sagen, eine unaspektierte Mond, keine Verbindung zum anderen Planeten. Es ist nicht Nachteil, sondern es wartet, entdeckt zu werden, weil es fließt nicht. Es kommt nicht auf dich zu, sondern es ist an dir selbst, aber wartet drauf, das entdeckt zu werden. Und das ist dein Gefühl. Gefühl im Leben auch mal spielen. Und auch dieses mütterliche Gefühl auch. Du hast Angst von dieses Gefühl. Angst, ob du auf diesem Aufgabe, Mutter zu sein, gewachsen bist. Und damit bremst du das bisschen, also sei ein bisschen unbeschwert in dieser Richtung, und du brauchst diese Freude dazu. Freude, dass das Kind herzlich willkommen ist, und ich bin ganz sicher, du bist eine wunderbare Mutter und du bekommst ganz, ganz viel Freude auch durch die Familie, durch die Kinder. Was dich eventuell noch bremsen kann, dass die Lilith-Energie im Partnerschaftshaus ist, und Lilith ist ein Schnittpunkt im Himmel, im Mondumlaufbahn, die weiteste Punkt, was die Mond erreicht, aus der Erde aus gesehen, und Monat zu Monat kehrt da zurück und dann nähert sich wieder zur Erde. Diese Lilith-Energie spüren wir immer wieder mal in unserem Leben. Nicht umsonst haben wir das im Horoskop. Das sind Themen, wo man Wünsche, Sehnsüchte hat, und man läuft aber davon. Und das ist immer diese wiederkehrende Wünsche. Und bei dir ist natürlich hier im siebten Haus, zwar im Grenzbereich 8., 7. Haus, also das bedeutet auch die Wandlung, auch die 8. Haus könnte ich auch zum Sexualität zuordnen, weil das ist ein Skorpionhaus, aber wirkt eher bei dir im 7. Haus, im Wagenhaus, was eigentlich die Partnerschaft beschreibt. Es ist bei dir nicht die Tierkreiszeichen Waage hier, sondern die Tierkreiszeichen Fischen hier. Und hier ist wichtig, dass du in diesem Vertrauen bleibst, dass im Fluss kommt, das fließt auf dich zu. Alles, und das mit spielerischer Art und Weise betrachten. Aber zurück mal zu diesem Lilith-Energie. Also das ist mal so typisch bei Lilith, dieser Traum. Aber wir trauen das nicht zu.
Dann sagt man so Sätze, ich kann das eh nicht, ich kann das nicht erreichen, ich bin nicht gut genug. Aber der Wunsch ist immer wiederkehrend da. Bei dir ist es im Partnerschaftshaus, geh auf den Fischen-Energie ein. Und die Fischen besteht aus zwei Fischen. Die eine schwimmt mit dem Strom und lässt das alles zu sich schwimmen quasi. Die anderen Fisch schwimmt gegen den Strom und das ist mühsam, weil da kommen die hohen Wellen und das ist dann kostet auch sehr viel Kraft. Und mit Fischenenergie lernen wir im Vertrauen bleiben, dass es alles im Fluss kommt. Und da brauchen wir auch die Glaube daran. Also das, was dich dann stärken kann bezüglich Liebe, Partnerschaft, dass du diese starke Glauben auch hast. Ich gehe mal zurück auf den Venus-Energie. Du hast einen ganz starken Venus-Einfluss, weil das im Aszendent steht, ist rückläufig, hast du karmische Erinnerungen im Liebe, Partnerschaft, alte Enttäuschungen. Saturn belehrt dich, dass das dieses Leben nicht so sein muss, sondern dass du im Vertrauen bleibst, glücklich zu sein in Partnerschaft und diese Glück bekommst du auch, aber du lernst daran zu glauben. Und da kommt noch die Fischen dazu. Diese Venus, das ist deine Weiblichkeit, deine Ausstrahlung, deine weibliche Ausstrahlung ist im Jungfrau. Natürlich, das ist eher zurückhaltend. Die Rückläufigkeit, die Venus bremst es auch ein bisschen. Das hat jetzt diesmal nicht mit, diesbezüglich nicht mit Karma was zu tun, sondern diese Veranlagung, dass du das auch ein bisschen bremst. Versuch mal, weil das ist im Grenzbereich, ist dein Venus, im Grenzen zwischen Jungfrau und Löwe. Also, das heißt, deine Weiblichkeit kennt sich auch mit Löweneigenschaften auch aus, mit beiden Tierkreiszeichen vertraut. Und versuch mal, diese Jungfrau Venus, deine Ausstrahlung, dein Auftreten oder dein Aussehen, die Kleidung oder dein Haarschnitt oder wie auch immer, wie dich die Männerwelt wahrnimmt, diese eher zurückhaltende Jungfrau, vielleicht sogar schüchternde Jungfrau, bisschen verlassen, weil du hast mehr Vorteile dann, wenn du mit der Löwen ein bisschen das auch zulässt. Und weil Venus im Grenzen steht, kennst auch dich mit Löwen auch aus. Bringt dich im Glanz, bringt dich im Mittelpunkt, strahlt es aus. Sei mit deiner Weiblichkeit, mit deinem Aussehen natürlich ganz stolz drauf und präsentiere das in Öffentlichkeit ganz stolz. Und da auch kein Schuldgefühl, bremst es nicht ab, du bremst es ab, also verlassen diese Zustand und strahl deine Weiblichkeit aus. Also so viel kann ich mal von die Geburtshoroskop sagen bezüglich Liebe, Partnerschaft und Schwangerschaft. Und jetzt die Einflüsse gerade von Planeten. Wo hast du Einfluss? Und erstens, Mars und Venus wirkt beide auf dein Geburtshoroskop. Mars ist im Grenzbereich Jungfrau und Waage und Venus ist im Waage. Natürlich Thema Liebe, Partnerschaft im Waagen auch wichtig ist. Hast du auch Planeten da wie Merkur, also Kontakte, Gespräche bezüglich Liebe, Partnerschaft. Das ist sehr aktuell jetzt. Nachher sage ich die Datum, auch wann das genau ist. Das habe ich auch ausgearbeitet und habe ich schon aufgeschrieben. Aber hier geht's auch um Werten, also auch die Selbstwertgefühl, das sollst du ein bisschen stärken und damit hast du mehr Chancen auch, Liebe, Partnerschaft und das ist augenblicklich auch sehr aktuell, dass du Kontakte hast, das ist die Merkur, auch die Pluto, hier eine Wandlung, eine Transformation, dass du in diesem Vertrauen bleibst, dass du dich präsentierst, dass du dich weiblich ausstrahlst. Das kommt aber von deinem Inneren, also das muss nicht übertreiben und betonen mit irgendwelchen Sachen, sondern das soll von deinem Inneren kommen, diese
innere Überzeugung, dass du jetzt unwiderstehlich bist und die Männer muss nicht jede einzelne gefallen. Du willst auch nicht so viel Männer, du brauchst ein, damit du deine Familie ein Leben gründen kannst. Und dieser Mann, dieser eine bestimmte Mann wird dich sehen, wird dich wahrnehmen und sei davon überzeugt, glaub daran und du brauchst dieses Bewusstsein und das zum Ausstrahlen. Und genau dieser Prozess bist du. Alles ist sehr schön bestrahlt, dein Merkur ist sehr schön bestrahlt im Geburtshoroskop, hast direkt deinen Mars-Einfluss, das heißt männliche Kontakte zurzeit aktuell, brandaktuell, schön bestrahlt, Chancen, Möglichkeiten zurzeit. Die Venus kommt gerade zum Kontakt zu deinem Pluto im Waage, das heißt eine Wandlung, eine Prozess, eine Transformation, Transformation der Weiblichkeit, diese Werten, diese Auftreten, dich zum raus, dich zum Präsentieren, hol das raus, deine Weiblichkeit, versuch das nicht mit Jungfrau. Es ist jetzt kein Kritik von Venus Jungfrau, überhaupt nicht, sondern du kennst auch mit Löwen aus, weil die Venus wirkt, hat eine Wirkung auch von Tierkreiszeichen Löwe. Also versuch mal in die Erden die Löwe eingehen und diese Ausstrahlung zu haben. Und die Löwen sind auch selbstbewusst. Hier geht um Selbstwertgefühl, um Selbstbewusstsein, überzeugt zu sein, dass du diese weiblichen Ausstrahlung unwiderstehlich bist. Und dieser eine Mann, der dich liebt, wird dich so auch wahrnehmen und da ist die Anziehungskraft schon da und gerade das ist Thema Nummer 1, diese Werte bewusst zu sein, schön bestrahlt, die Kontakte und Kontakte kommen, weil Mars steht gerade in Verbindung zu deinem Merkur im Waage und das sind schon Liebe, Partnerschaft, Mars ist natürlich auch die männliche Person und Merkur sind schon jetzt die Kontakte und Venus steht gerade im Transit zu deinem Pluto, das ist die Transformation und das ist wieder in Tierkreiszeichen Waage, das heißt Liebe, Partnerschaft. Dann auch die Veränderungen, Umbrüche, was Uranus auslöst und dein Geburts-Uranus hat auch jetzt gerade Einfluss von die Sonne, von Merkur, von Jupiter, was gerade in Bewegung ist, löst aus, dass du in Veränderungen bist. Achtsam sein, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Im Liebepartnerschaft ist es gut, im Freundschaften weniger. Hier erteilt Saturn eine Lernaufgabe. Es ist nicht dieser harmonische Einfluss, was du mit Kontakte zu diesem bestimmten Mann erlebst, was die Liebepartnerschaft betrifft, sondern hier geht's um Freundschaften. Das werft dich ein bisschen zurück. Wenn du jetzt zurzeit die Bedürfnis hast, dein Freundeskreis zu erweitern, wird Saturn dich dabei bremsen. Nochmal eine Lernaufgabe mit diesem Kontakte zum Frauen oder Männer, egal, jetzt die Geschlecht spielt keine Rolle, mit diesem Kontakte fällst du zurzeit auf die Nase. Also achtsam sein, Vorsicht sein, hier Saturn bremst das. Wenn es darum geht, dass ein Mann sympathisch ist und es nähert zu dir, auch wenn das freundschaftlich nähert und du bekommst Herzklopfen, was die Liebe betrifft, da ist ein ganz anderer Einfluss, da diese Art von Kontakte nenne ich als vorteilhaft. Nur im Freundeskreis, Bekanntenkreis hast du die Bremse. Dann zurzeit, gut, jetzt die Mondeinfluss zurzeit, betone ich auch, zurzeit brauchst das innere Gleichgewicht. Es ändert sich aber in den Tagen schon, weil Mond bewegt sich ganz schnell. Wo du noch Themen hast, dass du diese alte karmische Verletzungen verabschiedest, loslässt, dass du diese Wünsche, Sehnsüchte, diese Lilith-Energie bewusst wahrnimmst und auch in diesem Glauben bist, auch diesen Selbstwertgefühl hast, auch diese tolle Ausstrahlung, dass der Mann kommt und die Liebe, Partnerschaft, hast du Glück, die alten Verletzungen wiederholen sich nicht mehr. Saturn, dieser Schicksalplanet, was auch der große Lehrmeister ist, belehrt dich, dass all das, was da war,
verabschieden, es wiederholt sich nicht mehr, also keine Angst, weil unbewusst hast du Angst von Neuem, weil hast Angst, dass dich wieder diese Verletzung erleben wirst und hast Angst auch ein Kind bekommen, weil du hast das Gefühl, du bist zu diesem Aufgabe noch nicht gewachsen. All diese Ängste blockieren dich, das Loslassen, im Vertrauen bleiben, die Liebesglück, Familienglück, Schwangerschaft ist da eindeutig geschrieben. Also das war mal so viel im Geburtshoroskop. Jahreshoroskop. Jahreshoroskop hat mit einer Jahresanalyse nichts zu tun, sondern das ist, wie ich schon Anfang sagte, wenn die Sonne in die gleiche Position erreicht, wie in deinem Geburtsmoment war, wo du deinen ersten Atemzug geholt hast, in dem Moment, in diesem Augenblick kommt wieder ein Atem und mit diesem Atem beginnt das neue Lebensjahr. Und das ist natürlich von deinem Geburtstag begonnen dieses Jahr und es begleitet dich bis nächstes Jahr, bis August, bis Ende August. Ich möchte jetzt nicht Daten nennen hier in die Öffentlichkeit, aber du weißt, wann dein Geburtstag ist, ganz klar. Und also von einem Geburtstag bis 2018 bis dein nächster Geburtstag, das ist die Jahrestendenz, diese Jahrestendenz. Und natürlich zeigt auch hier die Veränderungen an. Jahrestendenz zeigt die Aszendent an. In diesem Solarhoroskop, welche Aszendent du bekommst, das ist das wichtigste Thema, dein Lebensjahr. Das ist nicht Jahr 2018, sondern dein Lebensjahr, was schon im August begonnen hat. Dein Jahresthema, dein Lebensjahr, ist Waage. Und da hast auch das Glück. Und bedeutet auch etwas unternehmen, reisen, Liebe, Partnerschaft. Das ist das allerwichtigste Thema gerade. Eine Begegnung mit einem Mann, karmisch. Diesem Mann wirst du begegnen. Eine schöne Einfluss hier im Jahreshoroskop auf deine Partnerschaft. Also in diesem Lebensjahr. Das endet sich dann Ende August 2018. So dass du das einordnen kannst, zeitlich. Das bedeutet, Glück in die Liebe, eine Begegnung, eine karmische Begegnung. Der Mann steht zu dir. Du wirst mit dem Freundeskreis vielleicht nicht so viel Glück haben, aber in die Liebe wirst Glück haben. Ein Neubeginn, eine Veränderung. Thema, wichtige Thema ist im Jahrestendenz die Waage, die Partnerschaft. Gegenüber liegt das siebte Haus, was ihn auch in Partnerschaft betrifft, wieder Neuanfang, Veränderungen, steht im Uranus-Einfluss, Umbrüche, Veränderungen, das eindeutig zeigt hier das Jahrestendenz an. Auch schöne Einflüsse von Mond. Wichtig ist aber noch die Lernaufgabe. Erstens die Freundschaften achten, hier in dem Jahr, Lebensjahr auch. Und auch Saturn erteilt hier eine Verbindung zum Lilith. Saturn belehrt uns alle, dich auch. Und hier steht in diesem Horoskop Saturn mit Lilith in Konjunktion. Lilith-Thema. Sehnsüchte, Wünsche, Träume. Bitte nimm das ernst. Lauf nicht davon. Vertraue. Es kommt im Fluss. Im Geburtshoroskop liegt es im Fischen. Und es fließt. Aber wir müssen in die richtige Richtung schwimmen. Also ein großes Vertrauen, ein Glaube an die Liebe, ein Glaube an die Familie, auch an Kind. Also hier, deine Wünsche werden wahr, wenn du das gelernt hast, daran zu vertrauen und daran zu glauben. Lilith und Saturn hier zusammen. Dein Mond steht hier sehr schön, wunderbar. Und es ist nicht nur die Gefühle, die Emotionen, was du erlebst, sondern auch Schwangerschaft. Ganz klar, Jupiter steht in die Nähe von deinem Aszendent im Waage, in diesem Solarhoroskop. Und das bedeutet auch Liebe, Partnerschaft, das ist die Waage-Thema. Jupiter vermehrt etwas.
Und natürlich hat mit Schwangerschaft auch etwas zu tun und in einer schönen Verbindung mit Mond. Und Mond ist Mütterlichkeit. Also hier zeigt an, du hast zwar hier eine Lernaufgabe in diesem Lebensjahr, deine Wünsche, Sehnsüchte, Träume ernst zu nehmen und auch auf die Freundschaften achten. Dann zeigst du ein großes Glauben und großes Vertrauen, dass du die richtige Partner bekommst und dass du eine Familie gründest, weil das ist die Thema des Jahres, Partnerschaft. Und das Glück hast du auch, weil das ist nicht nur die Aszendent Waage, sondern Jupiter ist da, das große Glücksplanet. Aber Jupiter mit Mond in einer so schönen Verbindung bedeutet auch Schwangerschaft. Und im siebten Haus, was die Partnerschaft betrifft, wieder Neuanfang, Umbrüche, Veränderungen. Das ist das Jahr. Und deine Frage war, was kommt in die kommenden halbes Jahr und welchen Augenblick, in welchen Ort, die günstigen Augenblicke zu erkennen. Ich habe das alles aufgeschrieben. Die Tage, wo du vorteilhaft nützen kannst. Natürlich im Bereich Liebe, Partnerschaft bin ich eingegangen, teilweise auch auf Schwangerschaft. Und ich nenne dir diesen Tagen. Ich habe nicht nur die Einflüsse vom Planeten betrachtet, sondern die Mondenergie dazu, weil die Mond beeinflusst unseren Alltag. Und ich habe immer die günstigsten Momente also aufgeschrieben, wo guter Einfluss hast und noch zusätzlich die Mondenergie, was dabei noch zusätzlich stärkt, weil die Mond hat einen starken Einfluss auf unseren Tagen. Ich beginne mit Oktober. Es ist zwar Ende Oktober, aber das habe ich auch nachgeschaut. Zwischen 23. Oktober bis 31. Oktober Kontakte mit einer männlichen Person, Nachrichten. In diesem Zeitraum hast eine Unterstützung von der Mondenergie, was unseren Tagen auch einen großen Einfluss hast. Und die Mondunterstützung hast in diesem Zeitraum, ich nenne nochmal, zwischen 23. Oktober bis 31. Oktober eine gute Zeit, kontaktiere mit einer männlichen Person oder eine Nachricht zu bekommen. Das verstärkt noch den Mondeinfluss im 23., 24., 25. Oktober und 28. und 29. Oktober. Nächster Termin. 23. Oktober 2017. Unerwartete Ereignisse, Chancen in die Liebe. Vorsicht, 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 Einschränkungen im Freundeskreis. Wenn das möglich ist, versuch in diesem Tag, weil das können unerwartete Ereignisse in dein Leben kommen, dass du in diesem Tag alleine unterwegs bist, ohne Freundin oder Freund, sondern alleine, weil die Freunden oder Freundinnen oder Freund, die Freundschaften bremsen dich. Also etwas alleine unternehmen, sehen und gesehen werden. Und dieser Tag könnte für dich ein Glückstag sein, weil dann plötzliche Ereignisse, was ganz unerwartet, ja gut, astrologisch bist du ein bisschen vorbereitet, aber diese unerwartete Ereignisse, und das ist die Uranus-Energie. Das wäre am 23. Oktober 2017. Chance in die Liebe. Kommt plötzlich unerwartet, du hast das astrologisch schon im Vorfeld vorbereitet. Die einzige, die dich dabei bremsen kann, wenn du jemand dabei hast. In diesem Tag
Ja gut, so schnell wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber ich erwähne das auch. In diesem Tag hast du einen schönen Mondeinfluss und das wirkt auch auf die Partnerschaft. Und etwas Neues kann bei dir entstehen. Das heißt, es könnte eine Partnerschaft entstehen in diesem Moment, in diesem 23. Oktober. Und da unterstützt auch die Mondeinfluss. Nächster Termin. Ab 21. Oktober hast du tolle Chancen, Möglichkeiten im beruflichen Umfeld, aber das kann auch seine Berufung sein. Es muss nicht dein Arbeitsplatz sein, das kann auch seine Arbeit sein. Und es würde auch Themen sein wie Geld, wie Bank oder Geld, aber auch Immobilien. Alles, was mit Finanzen, mit Materie, mit Geld zu tun hat, im beruflichen Umfeld, das könnte auch entweder im beruflichen Umfeld oder das kann auch seine Berufung sein, wenn das mit Geld, Immobilien was zu tun hat. Und das sind auch Gespräche. Bei dir ist es nicht nur die Chancen in die Liebe, sondern beruflich kann auch etwas kommen. Das ist diese Zeit ab 1. Oktober. Da sind diese Chancen und es dauert diese Zeit natürlich länger, also in einigen Wochen hast du diese Chancen. Wieder habe ich nachgeschaut, wie stärkt die Mond, weil die Mond hat die Einfluss auf den Tagen. Es gibt Tage, wo die Mond schwächt diese Chancen, es gibt Tage, wo die Mond unterstützt und stärkt. Je nachdem, wie die Mond es bestrahlt, das Ganze hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Diese Geschehen, diese Chancen stärkt der Mond am 28. und 29. Oktober. Wir übergehen jetzt Monat November. Zwischen 18. und 25. November 2017 hast du Chancen für eine karmische Begegnung. Die Ort ist in deiner Nähe, wo du wohnst, in deiner vertrauten Umgebung, in deinem Wohnort, in die Nähe von deinem Wohnort. Es kann auch per Zufall kommen, auch wieder unerwartet, das ist wieder die, dann auch Uranus-Einfluss. Also in diesem Zeitraum hast du die Möglichkeit, für eine karmische Begegnung, das heißt karmische Begegnung, was heißt das überhaupt, wenn die zwei Seelen sich schon kennen und vertraut sind? Ich könnte auch sagen Zwillingsflamme. Also für diese Begegnung hast du die Chancen von 28. November bis 18. November bis 25. November, karmische Begegnung, sind die Chancen da in die Nähe von deiner Umgebung. Es kann auch eine Schulung sein, es kann auch ein Seminar sein, ein Erholungsort oder eine Meditationsgruppe oder ein Wellness könnte auch die Ort bedeuten, aber es ist nicht weit von dein Wohnort. Ich habe nachgeschaut, in dieser Zeitraum von 18. bis 25. November, welcher Tag stärkt die Mond? Das wäre die 18. November, ist auch ein Neumond, aber dieser Tag, 18. November, wird diese Energiefeld von dem Mond noch weiter verstärkt. Wir sind noch bei November. Zwischen 6. November und 11. November vorteilhafte Gespräche. Das kann auch natürlich die Liebe betreffen. Es kann aber eine gute Nachricht sein. Das kann auch die beruflichen Situationen betreffen. Also gute Gespräche sind zum Erwarten in diesem Zeitraum 6. November bis 11. November 2017 natürlich. Habe ich wieder
die Mondenergie dazu genommen. Welche Tage sind noch Unterstützung noch zusätzlich von Mond? Das wäre die 10. und 11. November. Mond wirkt noch zusätzlich und hilft dabei. Achtung, 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 12., 13., 14. November sind bei den Gesprächen Einschränkungen. Entweder ist eine unangenehme Nachricht oder es ist besser, da nichts zum Sagen, schweigen. Da hast du bei den Gesprächen eher Einschränkungen. Nächster Tag, 30. November 2017, spielerische Handlungen oder Sprache, Freizeit, also wieder Aktivität, da etwas unternehmen in diesem 30. November, wird von Mond noch zusätzlich unterstützt. Die Ort, wo du etwas unternehmen kannst, Freizeit, Veranstaltung, Kino, Konzert, Theater. In diesem Tag gute Chancen für Schwangerschaft. Nächster Termin, 8. November 2017, natürlich plötzliche unerwartete Ereignisse in die Liebe. Wieder betone ich, alleine sein und nicht mit Freunden unterwegs sein. Freundeskreis blockiert dich. Wieder sage ich, sehen, gesehen werden, der Mann soll dich alleine wahrnehmen. Und in diesem Tag, in diesem 8. November, kommt noch zusätzlich, das ist die Venus-Energie, das ist Liebe, und noch kommt zusätzlich die Mond-Energie dazu, sehr schön, vom Mond bestrahlt, Glück in die Liebe, das sind auch Chancen, und dieser Tag eignet sich auch gut, schwanger zu werden. November, ganze Monat November, hast du einen guten Mars-Einfluss, Mars-Energie. Mars bedeutet auch Aktivität, auch Vorwärtsbewegung, Kraft und Mut, aber bedeutet auch der Mann, und hier handelt es sich um die Liebe, der Mann im Waage, natürlich gute Einflüsse. Und was dir hilft auch, die Ort, weil wir sollten die Ort auch nennen, vorteilhaft ist Reise, das kann auch Auslandreise sein, kann aber auch eine kleine Reise sein, wie eine Ausflugreise oder unterwegs sein, und die beruflichen Umfeld, also Reisen oder beruflichen Umfeld, das sind die Orte. Ganzen November hast du diesen guten Einfluss. Jetzt habe ich den ganzen Monat November noch die Tage noch rausgeholt, wo noch zusätzlich die Mondeinfluss gut hast, weil die Mond, wie ich schon sagte, beeinflusst unseren Tagen. Es sind 2., 3., 6., 7., 10., 11., 14., 15., 16., 19. und 20. November zusätzlich einen schönen Mondeinfluss dazu. In diesen Tagen nehme ich noch die 14., 15. und 16. November noch raus. In diesen drei Tagen, ich wiederhole, 14., 15., 16. November ist Schwangerschaft möglich. Dezember. 2., 3., 4. Dezember, Chancen, Glück, Achtung, 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 Angst überwinden, kommt Zweifel, kommt Angst, Aufgabe, Lernaufgabe, diese Gefühle überwinden. Die Ort, wo du diese Glück hast oder Chancen hast, das ist dein Umfeld, Alltag, im Weg von Arbeit bis zum Zuhause, Arbeit. Diesem Wegen sind die Chancen. Dezember sind Kontakte sehr gut, auch die Gespräche. Aber wir sollen darauf achten, dass zwischen 4. Dezember 2017 bis 23. Dezember 2017 ist Merkur rückläufig. Das kann bedeuten, dass die Gespräche etwas zurücknehmen in dieser Zeitraum zwischen 4. bis 23. Dezember. Kann auch bedeuten, dass jemand zurückkehrt von Vergangenheit oder kommen Themen von Vergangenheit.
Also eine gute Merkur-Einfluss, Gespräche, Kontakte, Rückläufigkeit betrachten zwischen 4. und 23. Dezember. Ich habe die Mondeinfluss noch berücksichtigt, welchen Tagen stärkt die Mond die Gespräche, die Kontakte. Das wäre in die ganzen Dezember, die Tagen, 3. Dezember, 4., 7., 8., 12., 13., 17., 18., 22., 23., 27., 28. und 31. Da bekommt die Merkur-Energie, die Kontakte, Gespräche, Nachrichten noch eine zusätzliche Unterstützung von Mond. Wir bleiben noch bei Dezember. 9. Dezember sollst du etwas von beiden Seiten anschauen. Da kommen Erinnerungen, da kommt die Zahl 2 vor, entweder beide Seiten der Münzen anschauen, kann auch bedeuten, dass zwei Männer die Kontakt suchen und in diesem Tag, in diesem 9. Dezember kommt natürlich Mond, Venus, Einfluss und alles, was die Schwangerschaft betrifft. Das ist der Tag, wo du schwanger sein könntest, natürlich nicht von beiden Männern, selbstverständlich nicht, aber das könnte auch bedeuten, dass das Zwillinge werden. 24. Dezember 2017, es ist zwar Heiliger Abend, aber das sind auch Chancen, jemand zu kennenlernen, begegnen und die Platz ist wieder Öffentlichkeit wie Theater, Kino oder Weihnachtsmarkt wieder sehen und gesehen werden. Und dann haben wir nochmal nochmal gute Chancen, auch im gleichen Umfeld, also Theater, Kino, Weihnachtsmarkt, wobei da ist schon vorbei. Das wäre der Zeitpunkt zwischen 26. Dezember bis 31. Dezember. Das sind auch Chancen, jemanden kennenzulernen. Also einmal war 24. Dezember und der nächste Termin ist zwischen 26. Dezember bis anschließend 31. Dezember. Wieder Plätze wie Kino, Theater, Sportveranstaltung. Hier gilt auch besser alleine unterwegs sein oder mit deiner Mama oder Verwandte oder Geschwister, aber nicht mit Freund oder Freundin. Wo noch gut wäre, wenn du etwas bewirken möchtest, jemand kennenzulernen, wenn du neue Leute suchst, in einer Gruppe wie Tanz- oder Theatergruppe, wo du regelmäßig hingehst, aber nicht mit diesem Absicht, auf Freundschaften zu schließen, sondern, dass du spielen kannst, in Theater oder Tanzen oder Bewegen oder Kunst oder Musik, dass du was in die Richtung was unternimmst, weil da befreist du deinen inneren Kind, hast du die Kontakte, hast du die Bewegung und das hilft auch, jemand kennenzulernen und da wäre dieser Zeitpunkt auch günstig zwischen 26. Dezember bis 31. Dezember, das dich anmelden. In diesen Tagen begünstigt der Mond, das nehme ich immer dazu, weil das, was unserem Alltag, unserem Tagen beeinflusst, diesen Tagen begünstigt Mond am 27. Dezember, 28. Dezember und 31. Dezember. Das sind die Tage, wo dann auch die Leichtigkeit kommt. Januar 2018. Zwischen 1. Januar bis 23. Januar ist die Sonnenenergie, das kann auch das Lebensenergie sein oder eine männliche Person, natürlich auch, das hat mit dem Vaterbild etwas zu tun, bewegt sich im Haus des Kindes, wo bei dir diese Sperre da ist, eingeschlossen. Man nennt diese eingesperrte Zeichnen als eingeschlossene Zeichnen. Und das wäre die Möglichkeit,
da dein Selbst zu leben oder Vaterthemen bearbeiten oder in die Öffentlichkeit sein, befreit zu fühlen, das mal üben. Und da eignet sich wieder Theater, ein Spiel oder Musik oder Kunst oder sportliche Aktivitäten, wo du spielen kannst in Freizeit. Es handelt sich um Freizeit. Es wäre gut zum Üben, zu dir selbst zu sein, deine Ängste überwinden, mal diese spielerische zum Leben. Das wäre auch wieder ein guter Zeitpunkt, dich irgendwo anmelden. Jetzt nicht mit diesem Gedanken, dass du da neue Freunde findest, sondern mit dem Gedanken, selbst zu sein, dich selbst zu verwirklichen, befreien, hier diese Sperre befreien geht es darum, und hier im fünften Haus, dieser Steinbock ist eingeschränkt hier, dass das rauskommt, weil das hängt energetisch mit der Schwangerschaft zusammen. Und das wäre die Zeitraum, wo da übst, üben kannst, und das sind die Möglichkeiten, das wäre, ich wiederhole die Datum, zwischen 1. Januar bis 23. Januar. Und welchen Tagen unterstützt der Mond? Das wären die Tagen, wo ein guter Tag wäre, weil ein guter Mond Einfluss hast. Das wäre die 2. Januar, die 3., der 4., 5., 6., 7., 12., 13., 14., 17., 18., 22., 23. und 24. Januar bekommst du diese Qualität, Zeitqualität noch Unterstützung von der Mondenergie. Ab 10. Januar bis 31. Januar Kontakte, Gespräche, Nachricht, kann auch Vertrag bedeuten, ein Brief, das wirst du erhalten. Ich wiederhole, von 10. bis 31. Januar unterstützt die Mond dabei, also gute Gespräche zu führen oder einen Vertrag unterschreiben oder eine gute Nachricht erhalten, oder du teilst etwas mit und schreibst einen Brief und es kommt gut an. Das bekommst du eine Unterstützung in diesem Zeitraum, 10. Januar bis 31. Januar, ein Mondeinfluss, was für dich günstig ist. Das wäre 12., 13., 14., 17., 18., 22., 23. und 24. Januar. Wir bleiben noch bei Januar, ein schöner Venus-Einfluss, was auch mit Liebe was zu tun. Das heißt, ein schöner Venus-Einfluss zwischen 1. Januar bis 20. Januar. Die Ort, wo du Chancen hast, im Theater, Kino, Spiele, Freizeit, Hobby, Freizeitaktivitäten. Und in diesem Zeitraum hast du einen gute Mondeinfluss dazu, wo die Mond das noch zusätzlich unterstützt. Und hier handelt es sich um Venus und Mond, Liebe und Mütterlichkeit. Natürlich, das sind auch gleichzeitig auch Tage, wo du schwanger sein kannst. Und das wäre Unterstützung vom Mond. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 12., 13., 14., 17. und 18. Januar. Das ist Liebe, Partnerschaft, Ort, Theater, Kino, Spiele, Hobby, Freizeit und Tage für Schwangerschaft. Wieder Chancen, jemand kennenzulernen am 8. Januar in dein Wohnung, in dein Umgebung, wo du wohnst, oder ein Familienfest oder Treffen mit Verwandten oder eine Einladung, weil da Geburtstag ist oder Hochzeit. Also
Ein Fest könnte auch gut sein, was die Familie organisiert oder die Nachbarschaft in deiner vertrauten Umgebung. Das wäre der Ort und das ist der Tag, das 8. Januar 2018. Ein besonderer Tag, weil das sind karmische Begegnungen, wäre am 19. Januar 2018. Wir übergehen im Monat Februar. Februar 2018. Kontakte zu Männern im beruflichen Umfeld ist möglich von 1. Februar bis 18. Februar. Es ist nicht unbedingt jetzt Liebe, Partnerschaft, aber gute Verbindungen im beruflichen Umfeld. Das kann auch was werden. Entweder in deinen Arbeitsplatz, kann aber auch sein Berufung sein, ein Handwerker. Oder wenn du Arzt besucht hast, kann auch ein Arzt sein oder ein Anwalt, wenn du da Termin hast. Also damit möchte ich nur sagen, das kann auch sein berufliche Situation sein, wo du gerade die Kontakt hast. Kann aber auch dein Arbeitsplatz sein. Kontakte zu männlichen Personen, erstmal beruflich, kann aber das auch mehr werden. Die Zeit ist von 1. Februar 2018 bis 18. Februar. Ab 18. Februar wird Thema Partnerschaft sein, begleitet dich bis 28. Februar. Also da ist dann nicht mehr diese berufliche Kontakte, sondern das wird männliche Personen, Kontakte mit männlichen Personen, aber da kommt mal mehr die Partnerschaft oder die Gefühle dazu. Und die Mond habe ich auch betrachtet, nochmal, welchen Tagen hast du einen guten Mondeinfluss dazu, was die Mond noch unterstützt, weil das beeinflusst die Tagen. Das ist die 19., 20., 24., 25. und 28. Februar hast du guten Mondeinfluss. Ab 18. Februar guter Venus-Einfluss. Es ist wieder Liebe, Partnerschaft. Bereich, wo du Chancen hast, die Liebe kennenlernen, das ist entweder im Alltag oder die Arbeitssituation, kann auch ein Gesundheitswesen sein, entweder ein Arztbesuch oder ein Kuraufenthalt, also hat auch mit Ernährung, mit Gesundheit auch was zu tun, kann auch ein Vortrag sein in diesem Thematik. Und eine gute Zeit ist am 11. Februar 2018. Das wäre auch eine gute Zeit, jetzt mal auch Freundschaften zu schließen. Weil ich schließe nicht aus, dass du keine guten Freunde hast, sondern ich versuche das immer betonen, das sind nicht die Vielzahl, sondern das ist wenige, aber dafür aufrichtige. Und da dieser 11. Februar kann eine Freundschaft sein, eine schöne Freundschaft, kann aber daraus Liebe werden. 11. Februar, von 11. Februar bis 28. Februar bewegt sich die Liebesplanet Venus in dein partnerschaftlichen Haus, nennt man das astrologisch. Und da in diesem Zeitraum hast du wirklich gute Chancen, weil die Liebesplanet aktiviert dein partnerschaftliches Feld in dein Geburtshoroskop. Also das sind sehr gute Chancen. Ich wiederhole die Datum. Zwischen 11. Februar bis 28. Februar 2018. Von diesem Zeitraum habe ich noch zusätzlich den Mondeinfluss nachgeschaut, welchen sind in diesen Tagen noch vom Mond zusätzlich die Unterstützung. Und das wäre am 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 24., 25. und 28. Februar noch zusätzlich Unterstützung von Mond. Und weil hier Venus, Mond im partnerschaftlichen Haus handelt, natürlich, das sind auch Tage für Schwangerschaft. Monat März
2018. Eine gute Kontakt oder Begegnung mit männlichen Personen, aber da kommen auch Vaterthemen auch im Vorschein. Das ist zwischen 1. und 9. März. Es kann auch etwas mit Vater zu tun. Vaterthemen in diesem Zeitraum kann auch eine männliche Person sein, wo älter ist als du, kann auch dein Chef sein, dass du da einen Kontakt hast. Es muss nicht unbedingt die Liebe betreffen, aber es ist auf jeden Fall Einfluss von einer männlichen Person. Das hat eine Vaterfigur oder ein Chef. Und das sind die Zeitraum zwischen 1. März und 9. März 2018. Dazu kommt die Mondeinfluss dazu, die günstigen Tagen, was die Mond beeinflusst. Das ist die 4., 5., 8., 9. und 10. März. Hast du eine gute Mondenergie. Achtung, 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 14. März 2018, Lilith-Theme kommt hoch. Das sind diese typischen Lilith-Themen wie Wünsche, Sehnsüchte, Träume, aber die Neigung auch davonlaufen, ich kann das nicht, ich habe das nicht verdient, ich bin nicht gut genug. Diesen Gefühlen werden bei dir aktiviert und da hast du auch eine Lernaufgabe, das nicht zulassen, sondern diesen Gefühlen loslassen. Und das ist spürbar im Zeitraum 14. März. Natürlich plus minus ein, zwei Tagen ist möglich, dass du das schon spürst. Im März 2018, 14. März 2018. Gute Kontakte, Nachrichtengespräche, Briefe, Telefonate, betrifft liebe Partnerschaft zwischen 1. März und 6. März im 2018. Also eine gute Merkur-Einfluss wieder in deinen partnerschaftlichen Bereich zwischen 1. und 6. März. Wieder Achtung, 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 Lilith greift ein. Sorry, das war nicht die richtige Wortwahl. Lilith greift gar nicht ein, sondern es sind Herausforderungen im Leben, weil dadurch auch Blockaden entstehen können oder Hindernisse. Und es ist wieder dieser typischen Gefühlszustand oder Verhalten. Ich habe Wünsche, Sehnsüchte und Träume, aber ich traue das nicht zu. Also dieses Gefühl entsteht dann wieder am 2. März 2018. Im März hast du guten Einfluss von Mond, was auch die Liebe betrifft, die Emotionen betrifft, aber auch Schwangerschaft betrifft. Im 4. und 5. März 2018 kommt von diesen Kontakten noch ein schöner Mondeinfluss. Dann kommt die Venus Anfang März, wirkt nicht nur Anfang März 2018, dieser Liebesplanet Venus wirkt nicht nur auf den partnerschaftlichen Bereich, sondern kommt die Sexualität auch dazu Anfang März 2018. Und beginnt so am Anfang März wie eine Wandlung auch. Und es kann auch einen Neuanfang bedeuten, weil das ist ein Wiederenergie, wieder symbolisiert auch Neuanfang. Dann kommt auch die Mars-Einfluss dazu. Das ist eine männliche Person, ein guter Einfluss und das ist Anfang März. Also das ist wie Art eine Veränderungsphase, eine Wende, eine Wandlung. Es ist nicht nur die Begegnung, die Kontakte, sondern da kommt auch die Sexualenergie dazu. Und man kommt näher und wird vertrauter, ein schöner Mars-Einfluss auch dazu. Kommt Mars und Venus zusammen im Bereich Transformation, Akte Haus, Skorpion Haus. Aber Skorpion ist auch die Sexualenergie und es wird sehr stark natürlich im März sich nicht nur die Anfang
ist am Anfang März, aber das wird bis anschließend, bis 31. März. Das heißt, die Beziehung ist wichtig, das kommt in eine Wandlung. Mars-Venus, die beiden männliche-weibliche Liebesplanet, spielt eine Rolle und befindet sich im März, beginnt schon am Anfang März, aber dann intensiver wird dann zwischen 4. März bis 31. März. Das Ganze kommt in eine Veränderungsphase und da spielt natürlich die Sexualität auch eine große Rolle. Und hier sind noch die Mondeinflüsse, die Tagen, wo die Mond das noch unterstützt. Und das sind die 4. März, 5., 8., 9., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 23., 24., 27., 28., 31. März kommt noch zusätzlich ein Mondeinfluss dazu. Von diesen Tagen gibt es 3 Tage, was besonders stark ist, schwanger zu werden. Das ist die 18., 19. und 20. März 2018. Übergehen wir am Monat April 2018, 15. April 2018, entweder eine Reise, kann auch eine Ausbildung sein, damit meine ich dann wie eine innere Reise, die höhere zusammen erkennen, die Zusammenhänge zu erkennen. Also die Bereich, Lebensbereich betrifft beides. Entweder eine Reise oder Ausland, kann aber auch eine Ausbildung sein. Also das sind die Lebensbereich und das ist am 15. April 2018. Da hast du auch gute Chancen, jemand näher zu kommen, kennenlernen. Aber hier kommt auch noch der Jupiter-Einfluss dazu, was auch das Glück bedeutet. Aber weil Jupiter vermehrt etwas, kann auch Schwangerschaft auch auslösen. 15. April 2018, entweder im Ausland oder auf einer Reise oder in einer Schulung. Dann ab 24. März bis 15. April, also in diesem Zeitraum, ist Merkur rückläufig. Das sind Gespräche, Kontakte, Nachrichten. Und diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder bremst das alles, werft etwas zurück, die Kontakte, wird weniger, kann aber auch bedeuten, Rückläufigkeit, dass jemand von Vergangenheit wieder meldet und bekommst du eine Nachricht. Die Zeitraum, wo das trifft, ab 24. März 2018 bis 15. April 2018. 10. Mai 2018, eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Von 1. April bis 5. April 2018 eine intensive Liebesenergie. Der Lebensbereich ist eine Reise oder unterwegs sein, aber auch Schulungen. Dieser Zeitraum zwischen 1. April bis 5. April wird von Mond unterstützt. Am 2., 3. und 4. April, da kommt noch zusätzlich eine unterstützende Mondenergie, was ich betone immer wieder, beeinflusst unseren Tagen. 8. April, Liebe, Chancen wieder im Liebe. Es ist nicht nur in der Liebe, ist ein guter Tag, sondern ein Aufschwung beruflich oder Anerkennung oder ein Lob im beruflichen Umfeld. Also das ist ein Aufstieg, bedeutet auch,
Aber Begegnung mit einem Mann ist auch möglich, 8. April 2018, auf einer Reise oder einer Schulung. 1. April bis 30. April ist Mars, was auch Bewegung bedeutet oder Kraft oder Mut bedeutet, aber unter anderem natürlich auch der Mann. Dieser Mann bewegt sich in dein Geburtshoroskop im 5. Haus. Entweder bedeutet das, dass du deine Kraft spürst und wirst in Freizeit was tun, aktiv zu sein. Dieser 5. Haus ist das Haus des Kindes, mal Kind zu sein und spielen und etwas in Freizeit unternehmen wie Sport oder Veranstaltungen oder Theater oder Kino. Aber achte wieder darauf, dass nicht mit Freunden dahin gehst, sondern eher alleine was unternimmst und dass auch du Mut hast, alleine was tun. Und es ist nicht nur dieser Mut oder Kraft oder aktiv zu sein, sondern gleichzeitig kann auch ein Mann bedeuten, dass du in diesem Kreisen einen Mann kennenlernst. Zeitraum ist zwischen 1. April 2018 bis 30. April 2018. Welchen Tagen hast du guten Mondeinfluss noch zusätzlich? Natürlich, das betrachten wir auch, weil es gibt immer wieder Tage, wo einfach gute kosmische Energie da ist, aber die Mond bremst das alles oder wirft einen Schatten drauf und dann gelingt es doch nicht so, wie man das so vorhat. Also ich nehme mal die Tage, wo für dich günstig sind, wo die Mond dich noch zusätzlich stärkt, unterstützt und hilft dabei, den Tag gut zu gestalten. Es sind die Tage, es ist eigentlich April, ganzer Monat April, in diesem April 2018, wo diese Mars-Energie in dein 5. Haus hast, das ist das Haus des Kindes, aber auch Aktivität in Freizeit, welcher Mond welchen Tagen beeinflusst Mond das vorteilhaft? Das sind 2. April, 3. April, 4., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 25., 26., 27., 28., 29. und 30. April kommt noch ein guter Mondeinfluss. In diesen Tagen sind 6 Tage, wo du auch Chancen hast, schwanger zu werden. Die sind die Tage, wo du empfänglich bist für Schwangerschaft. Das sind die Tage 7. April, 8., 10., 12., 13. und 14. April 2018. So, das war die letzte. Wir haben die Zeitraum halbes Jahr betrachtet. Und ich möchte noch etwas erwähnen. Es sind kosmische Energien. Und das, was die Astrologie auch vermittelt, welche Einflüsse kommen. Und nach dem Mondeinfluss natürlich, was die Tage auch beeinflussen. Man kann natürlich sehen oder berechnen die günstigen Tage im Leben. Dazu kommt noch das eigene Energiefeld. Und das ist auch wichtig zu betrachten, weil das, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Und das eigene Energiefeld besteht aus Denken und Fühlen. Und das ist wichtig, und das im Einklang zu kommen zu diesem kosmischen Energie. Das heißt, dass man das auch nützt, energetisch, die Chancen, was die Leben bietet, was diese Qualität, diese Zeitqualität, ich nenne das mal als Zeitqualität, uns
bietet. Chancen, Möglichkeiten sind immer wieder da. Ich habe in diesem halben Jahr aufgezählt, diese Chancen und Möglichkeiten. Dazu kommt das eigene Energiefeld, dass man auch das anzieht. Und da immer wieder drauf achten, wie wir denken und fühlen. Und was ich noch erwähnen möchte, weil ich arbeite in Zukunft mit einem Schamanen zusammen, dass die Trommel, diese schamanische Trommel, hilft dabei, zu diesem Einklang zu kommen und hilft dabei als Hilfsmittel natürlich, dass die eigene Energie in Verbindung zu dem kosmischen Energie kommt oder befreit uns von etwas. Und wie bei dir auch wichtig ist, dass du etwas befreit, das ist nur, ich habe jetzt mal erwähnt, kannst du mal Gedanken machen, ob dich das anspricht oder nicht. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass noch ein bisschen schamanisch du die Trommel auch noch bestärken. Und ansonsten bleibt im Vertrauen, das kommt im Fluss. Jetzt haben wir mal die Tage erwähnt, was Chancen und Möglichkeiten du hast und nützt diese Chancen in dein Leben. Und ich möchte mich nochmal bedanken für diese Anvertrauen und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.